Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Enshrouded. Wir kämpfen mal wieder live auf Twitch gegen das Miasma. Ne? Folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr das nächste Mal selbst live dabei sein wollt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, warte mal. Weil wenn wir jetzt primitiver Industrie von zum Sintern und Heizen. Stein, Lehmklumpen, Metallschrott und Äste. Weil das bringt ja nicht so viel. Also ich bekomme immer neue Rezepte, wenn man das Item das erste Mal bekommt. Aber wie bekomme ich denn eine Wand zum Beispiel? Weil ich hab vorhin mal eine Wand verprügelt. Aus Frust. Nee, aber ich habe vorhin mal auf eine Wand eingeschlagen. Und da war es tatsächlich so, dass... das sieht aber cool aus. Okay, wir haben noch viel zu tun. Was wollte ich sagen? Da war es dann so, dass ich... ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Vergesst das. Quasi für die NPCs alle Quests machen, damit du mehr neue Sachen herstellen kannst. Das ergibt erstaunlich viel Sinn. Ne? Aber die NPCs, das ist halt auch wieder das Problem. Wir haben ja eine Tischkreissäge, ist zu hochlevelig für uns. Das weiß ich nicht. Das könnten wir vielleicht versuchen. Obere die Wildnis zurück, weiß ich auch nicht. Da machen wir doch das mal, oder? Warte, dann gehen wir doch mal. Tu das Oswald anders. Dann fangen wir doch mal damit an. Ne? Und dann erobern wir die Wildnis zurück. Und dann gehen wir hier. Ich glaube, das ist die Quest von der Jägerin. Machen wir doch mal so. Die Truhe des Oswald anders. Aktive Quest. Dann kommen wir auch mal ein bisschen noch mal in eine andere Richtung heute. Also in eine andere Richtung auf der Karte, meine ich. Ich habe nicht repariert. Warte, ich gehe erst reparieren. So, jetzt habe ich repariert. Bin selber aber nur Level 16 circa. Ich bin Level 7. Das geht halt schon relativ lang. Also das klingt, wenn ich mich beschweren wollen würde, will ich nicht, keine Sorge. Aber ich bin halt Level 7, weil das geht schon relativ lange. Vor allem, weil halt Bauen auch keine Erfahrung gibt, ne? Und ich habe jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Stunden schon mit Bauen verbracht. 8 Stunden vielleicht. Also 8 oder 10 Stunden. Irgendwie sowas. So. Ah, warte. Beeren können wir eigentlich wieder sammeln. Hier habe ich nämlich, bei dem Haus, habe ich nämlich vorhin versucht, ein Loch in die Wand zu hauen. Mit der Spitzhacke. In der Hoffnung, dass wir dann das Rezept quasi bekommen für diese Art von Wänden. Hat nicht funktioniert. Man sich einfach erkunden, alles töten und dann geht es teilweise echt schnell. Und mit Bogen ist jeder Gegner sehr einfach. Das stimmt allerdings. Mit dem Bogen geht es eigentlich voll. Ne? Also man muss halt nur gucken, dass die Gegner nicht so nahe kommen. Und dass es halt dann nicht viele auf einmal sind. Weil ich glaube, dann ist der Bogen auch... Toll, hier kommen wir nicht weiter. Ich versuche mal durchs Miasma dann wieder weiter nach Norden zu kommen. Ne? Ich halte mich mal links. Ich glaube, wir sind das letzte Mal hier gar nicht reingelaufen. Ne? Als wir das letzte Mal da waren. Na, gucken wir mal. Ich renne mal ein bisschen. Dass wir ein bisschen vorankommen, ne? Auch dann ist er recht gut. Ja, also gut ist er auf jeden Fall, keine Frage. Ich
Beispiel immer mit einer Zweihandwaffe. Die sind mir meistens zu langsam, muss ich gestehen. Also das ist aber insgesamt in Spielen bin ich, also egal in welchem, bin ich nicht so der Zweihandmensch, weil die mir in der Regel zu langsam sind. Aber auch Glück, einen zu bekommen, der Lifestyle hat. Das ist aber cool. Also ein Bogen jetzt oder eine Zweihandwaffe? Weil das ist natürlich edel, ne? Wenn du, also das heißt ja wahrscheinlich, wenn du Schaden machst, dass du dann halt auch ein bisschen Heilung bekommst dadurch. Das ist natürlich mega, mega cool. Na, und sonst so? Ah, Stufenaufstieg, Level 8, sehr gut. Ich glaube, das macht auch Sinn, dass wir uns da möglichst schnell mit den... Okay, alles sicher. Mit den Skill-Sachen befassen, ne? Also, wir haben hier Stärke. Stärke-Attribut erhöht um 1... Fleisch erhöht jetzt die Gesundheit um zusätzliche 15%. Sehr cool. Schwere Platten. Maximale Menge an physischen Schaden, die deine Rüstung abwehren kann, wird um 10% erhöht. Stärke-Attribut. 30 Ausdauer, wenn du den Angriff eines Gegners parierst. Sogar ein Gesundheitsorb, nachdem dein Gegner mit einem Schleichangriff oder einem gnadenlosen Angriff tötest. Ich mach mal das hier mit den, ne, 15% zusätzliche Gesundheit auf jeden Fall. Oh, ja, komm, dann machen wir halt noch ein Stärke-Attribut und da hinten können wir auch nochmal ein Stärke-Attribut. So, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden im Nahkampf. Und als nächstes, also beim nächsten Level-Up mache ich dann mal wieder ein bisschen Fernkampf-Sachen. Was halt auch doof ist, wenn der Gegner halt einmal angegriffen hat, dann hast du gar keine Zeit mehr, noch zu blocken. Weil wenn du halt den ersten Block verkackst, weil du denkst, ich warte mal, dass der halt ordentlich auf mich draufhaut und erst dann blocken, um ihn zu stunnen, ne, und dann, erst dann blockt man, um ihn zu stunnen, so rum. Es ist einfach mal das Wildfleisch. Ja. Na, Stream Elements, du bist auch noch da, schön. Schön, dass du auch mal noch mit dazukommst heute. So, eben wenn du halt das erste Mal blocken verkackst, dann haut er halt einfach viermal am Stück auf dich drauf und du hast keine Chance, da wegzukommen. Und vielleicht erstmal nur auf nah oder fern gehen, damit du mit der Waffe auch guten Damage machen, Skills dafür hast. Ich habe jetzt ja erstmal ein bisschen Nahkampfschaden gemacht. Ich würde aber, glaube ich, trotzdem zwischendrin, also ich würde trotzdem beides gerne auf dem Schirm behalten, weil ich Fernkampf halt immer mal wieder gerne nutze, um halt, ne, bei größeren Gruppen die Gruppe erstmal ein bisschen zu dezimieren. Deswegen macht es, glaube ich, schon Sinn. Haselnüsse habe ich noch nicht gefunden. Au, oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Haselnüsse habe ich noch keine gefunden, nee. Oh, oh. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, da wäre eine Lücke. Mist. Und der ist Level 13. Also das mit diesem perfekten Zeitpunkt zum Blocken, das muss ich echt noch üben. Ich renne mal wieder ein Stückchen weg, ne? Ich habe jetzt ein paar Mal das Blocken verkackt. Oh, das ist aber echt schwierig. Jetzt kommt da noch ein Wildschwein oder was?
Vielleicht lieber mal ausmachen, dann ein, zwei Angriffe. Blocken war nie so meins. Kann ich verstehen. Also mittlerweile kann ich konnte das irgendwie früher, also wir haben jetzt 2,5 Wochen oder so nicht mal aufgenommen für Enshrouded, beziehungsweise gestreamt für Enshrouded. Und früher konnte ich das tatsächlich mal ganz gut. Aber irgendwie, oh nein, da ist wieder ein Wildschwein. Und was halt auch schlimm ist, das ist halt tatsächlich auch nervig. Wenn du auf einen, also das nervt mich tatsächlich ein bisschen. Wenn du auf einen Gegner einschlägst, dann kann der halt trotzdem zurückschlagen, ne? Also kann dich dann trotzdem angreifen. Aber wenn er auf dich einschlägt, dann bist du quasi gestunt, bis der fertig ist mit seiner Schlagkombo. Das ist ein bisschen doof. Wir haben jetzt aber auch wegen 5 Souls Games. Ja, Souls Games bereiten einem, glaube ich, sehr gut hierauf vor. Aber die bereiten dann, glaube ich, grundsätzlich mal auf alle Spiele, die, ich nenne es jetzt mal, anspruchsvoll sind im Kampf. Wie gesagt, ein Shroud geht ja eigentlich. Was? Das ist ja eine praktische Leiter, ne? Das ist so, das Leitervolumen ist aufgebraucht für diesen Monat. Kann das jemand klippen, bitte? Das hätte ich nämlich gerne als Clip. Ja. Oh, das sieht aber auch nicht aus, als ob ich da Schaden im Debuff bekommen. Aua! Oh, das war jetzt unfair. Ich bin immer am Rechner, sonst hätte ich es machen können. Alles gut, ich schreibe mir gleich mal kurz die Zeit auf, dann kann ich das nachher kurz selbst machen. Oh, also das ist schon eigentlich ein Gebiet, wo wir uns, glaube ich, erst in 2, 3 Leveln aufhalten sollten, ne? Um hier auch die Truhe des Oswald und so weiter zu machen. Also ich glaube, wir sollten, vielleicht sollten wir wirklich erstmal hier unten die Fragezeichen machen, ne? So, warte mal. 3, 52, so, danke. Wir sollten, glaube ich, hier wirklich erstmal die Fragezeichen machen. Ich glaube, das ist viel, viel sinnvoller, als uns hier oben zu versuchen durchzuschlagen, wo wir also offenbar ja noch nicht gut bestehen können. Vor allem, wir haben halt sogar hier ziemlich am Anfang und sowas, ne? Also wenn wir jetzt von hier aus quasi wieder zurückgehen und so und hier drüben. Ich glaube, das machen wir mal. Komm. So. Hier haben wir Hartholz. Das liegt das, wenn wir damit schon bessere Sachen bauen könnten eigentlich. Pack ich mal hier rein, dieses eine Hartholz. Bin mal kurz AFK, alles klar. So. Das wollte ich noch grillen. Und hier kommt noch der Metal-Schrott rein. Warte mal, dann gehe ich allgemein mal kurz grillen. So. Und dann einmal das hier und einmal das hier. Nö.
Passt doch perfekt auf den Takt. Eigentlich überhaupt nicht. So, eins noch. Und dann natürlich noch die anderen Fleischs. So. Okay, das haben wir. Den würde ich auch gerne mitnehmen. Dann packe ich das mal dahin. Oh, den zweiten Bogen, den können wir eigentlich noch. Der ist ja nicht besonders gut, ne? Plus ein Stichschaden, plus ein Miasmagie-Schaden. Oh, ich weiß. Das ist halt aber auch schwierig, ne? Dann hast du hier zwar den, ne, so einen epischen Bogen, aber selbst wenn man den hier aufwertet, noch mit einmal Stichschaden extra und zweimal Miasma-Schaden extra, dann hat er halt trotzdem irgendwie nur 10 Kraft, oder? Oder irre ich mich da? Sehe ich das irgendwie falsch? Ich bring den mal hoch. So, die gehören da noch hin. Ich pack mal die Pfeile, sehen wir eigentlich immer beim Schießen, wie viel wir noch haben. So. Ich pack den mal kurz hoch. Und dann müssen wir eh schlafen. So. Ist noch nicht Nacht. Ah, jetzt geht's. So. Ja, guck mal, da hat jemand eine Aufgabe für uns. Hallo. Ein paar Beeren. Oh, dieser liebliche Duft. Du hast Beeren dabei. Ach, was würde ich jetzt nicht alles für eine herrliche Schale Beeren geben. Sag, könntest du mir vielleicht wenigstens ein paar Erdbeeren besorgen? Das würde mir den ganzen Tag versüßen. Ich würde dir vielleicht sogar ein kleines Geheimnis verraten. Oh ja, warum nicht? Irgendein Nachbar hat irgendwas mit Kohl gekocht. Der ganze Hausflur riecht danach und auch ein bisschen mein Flur. Perfekt. Wobei es gibt jetzt, glaube ich, Schlimmeres als Kohl insgesamt. Also ich finde Kohl eigentlich ganz okay. Je nachdem, mit was man es macht. Ne? Also jetzt einfach nur Kohl vielleicht nicht, aber... Aber man braucht den Geruch jetzt trotzdem nicht in der Wohnung. Na, ich gehe mal hier hin erstmal. Ist das im Miasma? Ne, das ist noch vor dem Miasma, ne? Okay. Warte, hier, das, also hier. Ah, da, ja, das wahrscheinlich, ne? Das hier wahrscheinlich. Ja. So, hallo liebe Raider. Hallo von an Chronicle, jetzt habe ich es nicht gelesen, Chronicle of House. Atlas, hi. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss tatsächlich sagen, mein Mod ist, glaube ich, gerade nicht da. Deswegen ist es mit dem Shoutout ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Schau mal fürs Dasein. Was habt ihr gespielt heute? Und danke natürlich für den Follow. Danke auch für den Follow. Und Saturiat...
Ich kann nicht laufen und lesen, Entschuldigung. Saturia TV, jetzt habe ich es. Entschuldigung. Auch dir hallo natürlich. Es wurde Demokratie verteilt, das heißt, ihr habt irgendwas Richtung Call of Duty oder so gespielt wahrscheinlich, oder? So, wie kommen wir denn jetzt da runter? Oder Battlefield oder sowas, ne, vielleicht. Helldivers 2, okay, okay. Secret Hitler, ganz klar. Tenji, davon hatten wir es vorhin schon, ne? Also, nicht leicht die Leute verschrecken hier. So, oh, oh. Das war jetzt doof. Lisa Saturia hat mich aufmerksam gemacht. Und wenn, dachte auch, wenn es nicht viele sind, raidet man gerne. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ist ja nicht schlimm, ne? Also ich meine, ich finde es auch mit einer Person super. Also von daher, es ist ja die Geste, was zählt. Deswegen vielen, vielen Dank für den Support auf jeden Fall. Schön, dass ihr da seid. Aber was ist denn Helldivers 2? Ich habe den Namen, glaube ich, mal gehört. Bin mir aber nicht ganz sicher, worum es geht. Kleiner Streamer müssen uns zusammenhalten. Genau, genau. Der Salty, der vorhin noch da war, der sagte immer, Support ist kein Mord. Das sehe ich ähnlich. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz auf diesen Turm übrigens hoch. Ah, ich kann nicht schnell reisen von hier. Das ist ja super. Kacke. Aber hier kommen wir, an der Brücke kommen wir, glaube ich, wieder hoch. Kennst du Starship Troopers? Ich stelle das quasi als Third-Person-Shooter vor. Ah, okay. Ist, glaube ich, auch gar nicht so... Also, ich habe nur ein bisschen was gelesen, glaube ich mal. Das ist, glaube ich, gar nicht so alt, das Spiel, ne? Und wenn man Demokratie verteilt, dann kann ich mir die Handlung auch etwa vorstellen. Wurde irgendwo Öl gefunden und da muss da die Demokratie hin. Entschuldigung. Relativ frisch, echt nicht leicht. Ah, okay. Also kein so ein, ich nenne es jetzt mal Looter-Shooter, sondern halt so wirklich, das ist ein Taktik-Shooter dann, oder? Wahrscheinlich. So was in die Richtung. Ich kann auch nochmal versuchen, einfach so von hier oben dann runterzuspringen und diesmal richtig zu fliegen, ne? Patrioten, die IT in den Hintertreten. Mit einem Panzer. Ich weiß nicht, ob ihr The Walking Dead gesehen habt, wo der Governor dann plötzlich mit seinem Panzer auftaucht. Und dann so sagt so, oh, wir könnten es auf die gute und auf die schlechte Art machen, aber ich meine, ich habe einen Panzer, also damit erübrigt sich die Diskussion. Soldaten gegen Riesenkäfer. Das trifft's. Die Käfer produzieren beim Verrecken Gase oder Öle. Oh, das, ja, das... Und da darfst du wahrscheinlich nicht drinstehen dann. So, jetzt müssen wir nur... Ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren beim Fliegen hier. Klar, Moment. Ich glaube, ich muss dann hier... Wo muss ich denn hin? Okay, das verstehe ich nicht. Da ist doch nichts. Da ist doch nur Felswand. Hm. Vielleicht von der Seite aus? Ich glaub mal da lang. Ich gehe mal da hinten hoch. Das sieht aus, als wenn man da hochkommt. Und auf der anderen Seite, da stund gestanden wärst, hätte es einen roten Baum gesehen. Ah, ach so, das ist so ein Dingens. Aber dann dürfte ich ja jetzt auf dem richtigen Weg sein, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ich würde es ja am ehesten als futuristisches Hack and Slay mit Taktikelementen bezeichnen. Es explodiert viel, es ist recht bunt und die Gegnerhorden sprühen geradezu vor Alienblut, wenn sie explodieren. Okay. Ja, das klingt nach einem heutzutagigen Spiel. Das ist richtig. Futuristisches Hack and Slay ist auch ein schöner Wortlaut. So, was haben wir denn?
Kommen wir hier hoch? Na komm schon. So. Mal sehen, ob ich dann direkt reinfliegen kann zu dem Baum, um ihn direkt zu fällen. Das wäre sehr praktisch. Wie stehst du zu FF? Was ist FF? Also es gibt, ich habe mittlerweile so viele Abkürzungen für FF und FFF und so im Kopf, deswegen frage ich lieber davor nach. Final Fantasy. Ist ein cooles Spiel, habe ich meistens nicht die Geduld für. Muss ich ehrlich sagen. Also ist auch schon ewig her, dass ich mal gespielt habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Teil das war. Ich habe aber die Geduld nicht dafür. Muss ich ehrlich sagen. Aber liegt vielleicht auch daran, dass es jetzt nicht so, also bei mir nicht so catchy war. Ich bin manchmal ein bisschen wählerisch, so nenne ich es mal, was Spiele angeht. Bisschen picky, sagen wir es so, bisschen picky. Teil 7 bis 10 gibt es auf Steam. Ja, muss man aber nicht vielleicht die erste, also ich weiß nicht, wie das ist bei Final Fantasy. Muss man da die ersten Teile gespielt haben, um durchzublicken, worum es geht, oder geht es auch so? Jedes Spiel hat seine eigene Story, okay. Wer kennt's nicht, mit seinem Zweihandstreitkolben einen Bienenschwarm zu töten? So. Dann sind wahrscheinlich die anderen drei aber auch solche Bäume, oder? Dann gehe ich erstmal hier rüber. Dann musst du wieder zu diesem Brutnest. Macht immerhin mehr Sinn als mit dem Bogen. Das stimmt allerdings. So. Nehme ich mal das hier oben als nächstes. Pass auf. Komme ich da? Doch, da. Das letzte Mal hat es auch geklappt, ne? Ich versuch's einfach mal. Wir hätten eigentlich gerade, wenn wir da oben waren, noch den Ausgeruht-Buff wieder auffüllen können. Habe ich jetzt vergessen.